nichts sagen. Na gut, dann sagen Sie auch nichts. Na schön, dann sage ich eben nichts mehr. Obwohl ich recht hab, jawohl. Diese Frau hat ihrem Mann das Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt, wo er überfahren worden ist, auf einmal lässt die 20 Messen lesen. Und Sie machen da mit, Herr Pfarrer. Also ich sehe das so. Frau Mannhardt versucht nachträglich gut zu machen, was sie zu Lebzeiten ihrem Mann angetan hat. Traurig, ja. Aber auch wenn es für Herrn Mannhardt zu spät ist, für Frau Mannhardt ist es nicht zu spät. Frau Bartosch? Entschuldigen Sie, Herr Kempfert, guten Morgen. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? Ja, gern. Gehen wir rüber ins Pfarrhaus? Ich muss aber um 9 im Büro sein. Frau Bebel? Bitte rufen Sie doch bei Fräulein Bieler an und fragen Sie, ob sie heute kommt. Sonst müssen Sie das Telefon hüten, ja? Also, ich sag ja nichts mehr. Eben. Ja? Also, es handelt sich nicht um mich, es handelt sich um meinen Mann. Ich bin am Ende mit meiner Weisheit. Vielleicht könnten Sie mal mit ihm sprechen, unauffällig. Sie sehen ihn doch im Kirchenvorstand. Und um was geht es? Ja, wenn ich das nur wüsste. Naja, so getrunken hat er ja immer. Berufskrankheit. Alle Dichter trinken, vor allen Dingen, wenn sie ihr Geld mit Zeitungsschreiben verdienen müssen und den eigenen Roman nicht fertig kriegen. Aber in letzter Zeit wird das immer schlimmer. Er trinkt schon morgens und geht keinen Abend mehr ohne Rausch ins Bett. Naja, also ich bin beruflich ziemlich eingespannt und auch recht erfolgreich. Manche Ehemänner mögen das nicht, wenn die Frau mehr Geld verdient. Ich habe gedacht, vielleicht ist das der Grund. Ich will Sie nicht mit unseren Eheproblemen belästigen. Aber vielleicht könnten Sie ihm irgendwie helfen. Sonst... Ihr Mann... Nun, er ist recht empfindlich. Und lässt sich nur ungern etwas sagen. Von Ihnen vielleicht schon. Er hält doch so große Stücke auf Sie. Vor allen Dingen, wie Sie darum kämpfen, dass die Dannecker-Werke am Ort bleiben. Das imponiert ihm sehr. Also gut. Ich werde mit ihm reden. Danke, Herr Kempfert. Bitte sagen Sie mir aber nicht, dass ich bei Ihnen war. Ich verstehe. Wiedersehen. Danke. Ja, wie, haben Sie heute keine Brötchen mitgebracht? Warum soll immer ich und Freund Bieler die Brötchen holen? Ach, Freund Bieler. Ja, wo ist denn die überhaupt? Ja, der Pfarrer will wissen, ob sie heute kommt. Ja, möchte ich auch gern wissen. Zu Hause ist sie jedenfalls nicht. Und bei Herrn Haug auch nicht. Das geht Sie doch gar nichts an. Oh, und ob? Erstens zahlen wir ihr Gehalt. Und zweitens eine Gemeindereferentin, die mit 2 Männern. Das geht mich schon was an. Insofern nehme ich, dass das ein öffentliches Ärgernis ist. Was gedenken Sie da eigentlich zu unternehmen, Herr Kempfert? Nichts, Herr Stutz. Nichts. Es geht niemand dran. Wo? Bei der Annemarie. Dann probieren Sie es mal bei Herrn Busche. Das können Sie machen. Wie sieht denn das aus? Wie soll das aussehen? Als wenn ich hier nachspionieren würde. So. Na ja, dann geben Sie mir mal die Nummer von Busche. El Vileo. Ich bin nicht da. Ja. Oh, guten Morgen, Herr Kempfert. Nein, nein, natürlich komme ich. Der Wecker hat nicht geläutet. In der Schublade. Oben Mitte, ja. Aber ich bin in 20 Minuten da. Nein, bestimmt nicht. Ja, bis gleich. Oh, wir haben verschlafen. Ich denke, du hast den Wecker gestellt. Hab ich doch auch. Ja und? Warum hat er nicht geläutet? Hat er doch. Eine Sekunde lang. Und dann? Dafür kann ich nichts. Das ist eine Reflexbewegung aus dem Unbewussten. Sag mal, müssen wir eigentlich jetzt... jeden Morgen ein ganzes Leben lang in die Frühmesse? Was sag ich, Frühmesse? Mitternachtsmesse? Wir nicht. Und was ist mit Frühstück?
Weißt du, dass du mir noch kein einziges Mal das Frühstück ans Bett gebracht hast? Wir kennen uns jetzt 72 Tage und du hast... 73, wenn schon. Und sowas machen nur Ehefrauen und dann auch nur am Geburtstag. Kommst du mit oder nicht? Kannst du mich denn bei Danneke absetzen? Herr oder Fräulein Danneke? Herr Danneke. Fräulein Danneke spricht nicht mit mir. Warum? Redet Fräulein Danneke nicht mehr mit dir? Sie möchte, dass ich nach ihrer Pfeife tanze. Lass doch klingeln. Und wenn es ein Kunde von dir ist? Oder willst du gar nicht mehr arbeiten? Das ist sowieso eine Unverschämtheit, es mehr als 5-mal klingeln zu lassen. Zu jemandem rede ich schon gar nicht. Ach, ich muss los. Nimm mir ein Taxi. Halt, keinen Schritt weiter. Auch wenn wir nicht verheiratet sind, so sind wir doch Mann und Frau, oder? Das will ich doch schwer hoffen. Auf Wiedersehen! Hallo? Oh, neues Auto. Damit Sie standesgemäß vorfahren können. Und wenn ich den Hauk nicht erreiche? Soll die Annemarie spielen. Sie kann Orgel spielen. Also. Wann kommen Sie zurück? Weiß ich nicht. Aber Frau Maywald, warten Sie nur ab, bis die Glocken läuten und das Brautpaar zum Altar tritt. Dann möchte ich den Vater sehen, der da nicht weich wird. Sie kennen gut mich. Wenn er erfährt, dass seine Marion, wo er sie doch selber aufgeklärt hat und das schon mit 13. Soll der Herr Pfarrer mal mit ihm sprechen, Um Himmels Willen bloß das nicht. Er gibt ihm doch sowieso die Schuld an dem ganzen Unglück. Unglück? Glück, Frau Maywald. Die zwei sind doch glücklich, oder? Ja, das schon, aber Marion ist im 3. Monat und ich weiß nicht, wie ich das Kurt beibringen soll. Das ist aber gut. Holunderlikör habe ich selber gemacht. Und warum muss ich heute Taxi spielen? Weil Fräulein Bieler immer noch nicht da ist. Und weil ich im Ordinariat sein muss, bevor der Bischof nach Fulda fährt, darum. Und weil ich sowieso mit Ihnen unter 4 Augen sprechen wollte. Aha. Meine Frau war also doch bei Ihnen. Was für ein herrlicher Tag. Die güldene Sonne scheint und der Himmel ist so blau. Sie war also bei Ihnen. Und? Hat sie sich ausgeweint? Dass ich zu viel trinke und so weiter. Dass ich nie zu Hause bin und so weiter. Und dass ich überhaupt eine Null bin. Warum trinken Sie zu viel? Weil mich alles ankotzt, deshalb trinke ich. Ob ich allerdings zu viel trinke, das weiß ich nicht. Sie sind Priester, Sie sind Ossenschneider. Ihre Fragen beantwortet alle der liebe Gott. Auf meine muss ich selber eine Antwort finden. Und meistens finde ich keine. Zufrieden? Nein. Herr Bardusch, nichts liegt mir ferner, als mich in Ihre Angelegenheiten zu mischen. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Ah, Cäsar, sitz! So ist brav, ja? Leo? Ja. Sitz! Na, habt ihr nicht gehört, was euer Herrchen gesagt hat? Das Herrchen will ich überhört haben. Pinscher haben Herrchen. Deutscher Schäferhund hat einen Herrn. Guten Morgen, Herr Danneker. Kannst Willem zu mir sagen, wenn du willst. Bitte? Na ja, schließlich bist du ja fast mein Schwiegersohn geworden. Ne? Außerdem zanke ich mich lieber mit jemandem, den ich duze. So? Passt Ihnen was nicht? Doch. Wenn du Rindvieh meine Tochter geheiratet hättest, müsste ich jetzt nicht meine eigene Fabrik kaufen. Entschuldige. Warum musst du deine eigene Fabrik kaufen? Darum.
komme ich aus Zürich zurück, die Tasche voller konkreter Vorschläge. Rede mir den Mund fusselig. Ich flehe die Leute an, mir in Eberfeld wenigstens noch 2-3 Jahre zu geben. Aber nein, ich werde überstimmt. Mit meinen 26% komme ich doch gegen die 26% von Jutta und die 34% von der Helmholtz-Bank nicht an. Haben Sie was anderes erwartet? Du. Wie? Ach so. Hast du was anderes erwartet? Von meinem lieben Töchterchen nicht, aber von unserem Aufsichtsrat schon. So eine Chance lässt man sich doch nicht entgehen. Wir wären der Konkurrenz um Meilen voraus. Was wollen die Herren denn noch? In 2-3 Jahren könnte Eberfeld wieder flott sein. Verstehen Sie das? Du. Ich? Verstehst du das? Nein, eben nicht. Sie, Ihre Tochter hat den Aufsichtsrat doch in ihrer Handtasche. Die Banken wollen endlich Geld sehen. Das Werk in Spanien bringt Geld und Eberfeld kostet nur. So einfach ist das. Es ist zum wahnsinnig werden. Unsere Ingenieure gibbern nach dem neuen Material. Groninger sondiert bereits bei unseren Kunden. Natürlich streng vertraulich. Es ist wieder Leben in der Budebusche. Genau wie damals, als mein Vater sein erstes Patent kriegte. Jede müde Mark hat er in die Entwicklung gesteckt. Sogar beim Krämer in Eberfeld standen wir monatelang in der Kreide. In so einer Situation gibt es nur alles oder nichts. Ich rücke heute noch Helmholtz auf die Bude. Ich setze ihm das Messer auf die Brust. Ich werde meine eigene Fabrik zurückverlangen. Du meinst zurückkaufen? Ja, was bleibt mir denn anders übrig, wenn ich wieder Herr im eigenen Hause sein will? Das ist nicht schlecht. Die Idee könnte von mir sein. Aber was ist, wenn der Herr Aufsichtsratsvorsitzende sich weigert? Helmholtz hat wenig Fantasie. Dann verkaufe ich meine Konzernanteile an seine Konkurrenz. Und was dann passiert? Dazu braucht er keine Fantasie. Wenn er trotzdem Nein sagt. Dann habe ich noch ein Eisen im Feuer. Kempfert ist gerade bei Bischof Neubauer. Ich hoffe es wenigstens. Was soll er da? Mischt jetzt auch schon der Bischof mit? Noch nicht, aber hoffentlich bald. Mir ist alles recht, auch wenn ich zum Papst müsste. Ich glaube, selbst er könnte für das Werk Eberfeld kaum noch was ausrichten. Und der Bischof schon gar nicht. Sagen Sie das nicht. Herr Dannecker glaubt es jedenfalls. Dannecker? Wie passt das zusammen? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen kann, sonst steht es morgen in Ihrer Zeitung. Ach, kein Wort. Bischof bremst Bankrott? So eine Schlagzeile lassen Sie sich doch nicht entgehen, Barnisch. Sie überschätzen mich. Ich mache schon lange keine Schlagzeilen mehr. Aber bald bin ich vielleicht selbst eine. Es dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Tja, dann ist ja alles klar, ne? Und wozu muss ich dann hier anhecheln und Sitz machen? Du guckst dir das mal hier an und sagst mir, wie viel Werk Eberfeld wert ist. Oder besser gesagt, wie viel Prozent meiner Konzernanteile ich im Tausch dafür hergeben müsste. Aha. Und bis wann brauchst du das? Bis morgen? Nein. In circa 2 Stunden. So, dafür, dass ich nicht mehr für Sie arbeite, arbeite ich ganz schön viel für dich. Sie kommen wieder sehr überraschend, Herr Kempfert. Es wäre schön gewesen, wenn Sie sich ein paar Tage vorher angemeldet hätten. Herr Kempfert, Herr Bischof. Sag mal, hast du abgenommen? Na, also wenn, dann höchstens 300 Gramm. Aber gegen deine durchgeistigte Figur habe ich sowieso keine Chance. Wie ich sehe, liest du mal wieder Salomo. Woher weißt du das? Dein Finger steckt entweder beim Prediger Salomo oder beim Hohenlied. Prediger, ich brauche das jeden Morgen, damit ich nicht überschnappe. Man kann tun, was man will. Es hat alles keinen Sinn. Man müht sich und plagt sich ein Leben lang und was hat man davon? Die Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt, wie sie ist. Die Sonne geht auf, sie geht unter und wieder von vorn, immer dasselbe. Alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nicht voll. Also? Sagt dir der Name Helmholtz etwas? Direktor Helmholtz? Ja, allerdings. Seit Monaten belästigt mich dieser Herr, um mich für seine neureichen Hochzeit einzuspannen. Sogar den Ministerpräsidenten hat er bemüht, aber ohne mich. Tut mir leid, Johannes, aber du wirst Fräulein Helmholtz doch trauen müssen. Aha, müssen? Ja, müssen.
Also, aber bei aller Freundschaft. Gut, dass du es mal wieder erwähnst. Also bitte jetzt hör auf. Das ist schon dabei. In einer Stunde hast du es hinter dir. Anschließend gibt es Kaviar und Wachteleier. Adam, warum? Jetzt mach dir keine Gedanken, Johannes. Ich brauch dich nur als Köder. Ah, natürlich, ja. Nur als Köder. Und was willst du angeln? Haie? Helmholtz. Das ist doch ganz einfach. Jetzt hör doch mal zu. Helmholtz und seine Bank halten 34% der Anteile an der Dannecker AG. Außerdem vertritt Helmholtz die Mehrzahl der Kleinaktionäre im Aufsichtsrat. Und Dannecker will Helmholtz seine alte Firma abluchsen und braucht dazu die Stimme von der Bank, weil er mit seiner Tochter Krach hat. Und um Helmholtz die Entscheidung etwas zu versüßen, kriegt er eine echte Exzellenz mit roten Knöpfen und spitzem Hut als Köder. Die Sahne auf dem Kuchen sozusagen. Auf die Eitelkeit der Menschen ist immer Verlass. Und ihr glaubt, dass das funktioniert? Mm. Vornehm geht die Welt zur Runde. Und wenn ich mich weigere, Schlagsahne zu spielen, dann bin ich sozusagen schuld am Niedergang deiner Dorfgemeinde. Nicht? Das meinst du doch. So hart wollte ich das eigentlich nicht formulieren, aber naja. Du hast recht. Du bist schuld. Adam, die Kirche sollte an derartigen Machenschaften nicht beteiligt sein. Das gibt nur Ärger, weißt du, den ich später ausbaden muss. Ich, Adam. Nicht du. Dann bist du also einverstanden. Aber das sage ich dir. Das ist das letzte Mal, dass ich mich von dir wieder besseres Wissen und Gewissen überreden lasse. Immerhin bin ich dein besseres Gewissen. So, und jetzt muss ich nach Fulda zur Bischofskonferenz. Du hast's gut, Anna. Du bist dein eigener Herr im Dorf. Du hast Zeit. Ich hab nie Zeit. Jedes Ding hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Einpflanzen und ausreißen. Töten und Leben retten. Niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen. Sie wollen zu Fräulein Biele. Wie machen Sie das? Sie erraten meine geheimsten Wünsche. Geheim ist gut. Annemarie und Sie sind doch notorisch. Da hätten Sie mal einen Herrn Stutz hören sollen. Wenn es nach dem ginge, hätte er ihr längst fristlos gekündigt. Wieso? Wieso? Sie kennen doch Herrn Stutz. Sodom und Gomorra. Kirchenreferentin lebt in wilder Ehe und so weiter. Richten Sie dem Herrn aus. Er kann mich mal, ja? Ja. Richten Sie ihm das doch bitte selber aus. Wie wär's denn zum Beispiel mit heiraten? Kann ich jetzt zu ihr? Nein. Sie ist in der Kirche. Übt Orgel. Denn unseren Organisten sind wir ja nun auch los. Danke, Frau Bebel. Dank Ihnen. Um drei wieder, jetzt ist Mittag. Jetzt sind 5 Minuten. Können Sie mich schnell rasieren? Rasieren? Oder können Sie das nicht? Sie haben doch nichts zum Rasieren. Hä? Sie haben doch nichts zum Rasieren! Das entspannt so schön. Man kann sich so nett unterhalten dabei. Danke. Wissen Sie, dass die Friseure früher auch die Ärzte waren? Im Mittelalter? Die haben Zähne gezogen, haben die Leute zur Ader gelassen, Schröpfköpfe angesetzt, Blutegel. Oder die haben so Wässerchen gebraut. Zum Beispiel Medizin gegen Schlagfluss und Kopfläuse aus Krüttenmilch und Pferdeäpfeln. Hören Sie auf, da wird er mir schlecht. Und die Friseure, sprich Barbiere, waren auch zuständig für die wissenschaftliche Diagnose einer Hexe. Es ist ja nicht so einfach, eine Hexe zu erkennen, nicht? Jedes schöne Mädchen konnte ja eine Hexe sein.
Vorne herum züchtig in die Kirche gehen und hinten herum den armen Männern den Kopf verdrehen. Tja, da gab's nur eins. Ab zum Barbier, der macht dann den Hexenstich. Man nehme eine lange Nadel und steche damit... Noch ein Wort und Sie können sich selber rasieren. Bitte nicht. Rasieren. Ich weiß schon, warum Sie da sind. Ha? Sie wollen nur gut Wetter machen. Aber auch wenn Sie sich maniküren und frisieren und von mir auch aus rasieren lassen, Sie bleiben doch, was Sie sind. Und was bin ich? Da gucken Sie mal in den Spiegel. Ein Windhund sind Sie. Mir machen Sie nichts vor. Auf dem Stuhl sind schon alle gesessen. Junge und Alte. Zu viel Haar, zu wenig Haar. Dumme und Gescheite, Gute und Schlechte. Ich kenne Sie alle. Und Sie? Sie gehören zu letzterer Sorte. Jung, zu viel Haar und zu gescheit, um gut zu sein. Schicke Sakko, clevere Sprüche und schon sind alle hypnotisiert. Sogar die Frau Bebel findet Sie reizend. Ganz zu schweigen von unserem Pfarrer. Den interessiert die Firma Dannecker mehr als eine eigene Kirche. Und die Annemarie, das arme Mädel, lässt ihre Verlobung platzen und rennt ihnen nach. Bis sie merkt, dass alles nur ein fauler Schmus ist. Aber dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Dann lässt der flotte Herr Busche sie nämlich sitzen und alles ist hin. Na los, schlagen Sie zu. Hören Sie zu, das ist Ihre letzte Chance. Also das ist ja wohl so gut. Herr Sturz, wenn Sie noch einmal auch nur die geringste Bemerkung über mich und Fräulein Bieler machen, dann rasiere ich Sie. Und zwar werde ich Ihnen so lange auf den Mittelscheitel klopfen, bis Ihnen die restlichen Körperhaare auch noch ausfallen. Ist das klar? Der Rest ist für Sie. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, die Herrschaften. Vielen Dank, schönen Tag noch. Wiedersehen. Das geht ja jetzt nicht bitte deiner Schwester. Ja, die Schularbeiten kannst du auch noch später machen. Ja. Danke. So, Herr Antes. Und was wollen Sie wissen? Du hast doch am letzten Freitag zum Schluss hier bedient, hm? Ja. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Ich meine, war einer Ihrer Gäste besonders stark angetrunken? Wir sind eine Wirtschaft. Da trinken die Leute halt. Ach nein. Jetzt will ich euch mal was sagen. So geht das nicht. Da fährt so ein Saufkopf einen Menschen um und lässt ihn liegen und verbluten. Und den Kerl werde ich kriegen, der könnt ihr noch so lange unschuldig den Kopf schütteln. Also, wer ist hier am Freitag besoffen raus, als ihr zugemacht habt? Alle? Wer alle? Ja, der Groninger, die Hedwig, der Emil. Metzger. Ja, wer sonst? Und der Tisch mit der Geburtstagsfeier. Frankfurter halt. Ja, wir hatten eine Reservierung. Der Herr Stramm, der feiert jedes Jahr hier seinen Geburtstag. Ja, und das wär's dann wohl auch. Herr Barosch war aber auch ganz schön zu. Ja, woher willst du denn das wissen, hm? Weil er mein Fahrrad umgefahren hat, wo er im Hof gewendet hat. Was machst du um 1 Uhr nachts noch auf, hm? Ich bin halt aufgewacht bei dem Krach. Danke, Hans-Peter. Sonst keiner? Nicht, dass ich wüsste. Na, also, warum nicht gleich? Nee, nee, lass mal, ist in Ordnung. Naja, viel klüger bist du jetzt ja auch nicht, nicht? Der kann doch überall getrunken haben, oder? Kann. Muss aber nicht. Dieser Barusch, dem kannst du sagen, was du bist. Der hört nicht. Das muss ich alleine machen. Der Magen wird immer schlecht. Ja, komm, geh jetzt. Ich mach das schon. Was wird der? Schlecht. Herr Kempfert, ich hab's mir überlegt, ich möchte doch mit Ihnen reden. Na, endlich. Meine Frau hat recht, ich bin am Ende. Und schon lange. Im Beruf komme ich nicht weiter, weil ich zu viel trinke. Und ich trinke zu viel, weil ich nicht weiterkomme. Also, letzten Freitag, da hat mir der Maiwart nichts mehr zu trinken geben wollen und mich vor die Tür gesetzt und da bin ich rüber nach Frankfurt und da ist mir der Mannhardt in den Wagen gelaufen.
und besoffen wie ich war, habe ich ihn liegen lassen. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Aber sagen Sie jetzt nicht, dass ich zur Polizei gehen soll, denn das werde ich nicht tun. Aber das geht doch nicht, Herr Bardusch. Ja, glauben Sie, meine Frau wird noch mit mir leben wollen? Und aus der Redaktion fliege ich dann natürlich auch raus. Nein, 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 das können Sie nicht von mir verlangen. Ich nicht, aber Sie, von sich. Was erreichen Sie denn mit Ihrem Schweigen? Dass Ihre Frau mit einem Mann zusammenleben muss, der dringt, um zu vergessen, dass er einen Menschen getötet hat. Das ist noch viel schlimmer. Für Sie und für Ihre Frau. Ach, was wissen Sie? Und vor allem für Ihre Frau. Da werde ich nicht auch noch Ihr Leben kaputt machen. Herr Bardusch. Herr Kempfert. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Gehen Sie zur Polizei, Herr Bardusch. Also, wenn ich das richtig sehe, dann willst du für 5% deiner Anteile aus der Holding die Stammfabrik Eberfeld auslösen und dort auf eigene Rechnungen weiterwursteln. Ist doch ein faires Angebot. Du und deine Bank. Ihr solltet froh sein, dass ihr endlich einen Dummen gefunden habt, der euch die Klitsche abnimmt. Aber du bist nicht dumm. Und genau das ist der Punkt, der mich stört. Also, was steckt wirklich dahinter, Wilhelm? Und komm mir ja nicht wieder mit der sentimentalen Tour. Das Werk meiner Väter. Die Tradition, der Name Dannecker, etc., etc. Deshalb wirfst du nicht gutes Geld schlechtem hinterher. Nicht du. Es sei denn, du hast was im Petto. Oder es stimmt, was deine Tochter mir vorsichtig angedeutet hat. Dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe, wie? Na, so hat sie das nicht ausgedrückt. Aber wenn ich höre, dass Wilhelm Dannecker seine religiöse Ader entdeckt haben soll, dann kommen mir Zweifel. Religiöse Ader, du hast es nötig. Bei dir genügt ja nicht ein einfacher Pfarrer, da muss gleich ein richtiger Bischof her. Das ist was anderes. Außerdem hat er abgesagt. Nein. Ja. Du, der ungekrönte König der Banken, bringt den einen Bischof nicht dazu, sein einziges Töchterlein zu trauen? Sag mal, hast du denn keine Beziehung? Sogar den Ministerpräsidenten hat er abblitzen lassen. Du solltest eben auch mal mit dem Pfarrer Golf spielen. Sehr witzig. Der Witz geht sogar noch weiter. Wenn du mein Angebot akzeptierst, lege ich als Zugabe den Bischof obendrauf, inklusive Dom- und Knabenchor. Na, das ist ja... Erpressung ist das. Ja. Aber nur für einen, der nicht genug Fantasie hat, um zu sehen, was wirklich in meinem Angebot steckt. Das sehe ich schon. Und dann zeig mal, was du kannst. Helmchen, gib mir eine Chance. Mehr will ich nicht. Na gut. Aber unterschreiben kann ich das nicht. Das muss ich erst dem Aufsichtsrat vorlegen. Klar. Aber wenn du nickst, nicken die anderen doch auch. Ein Handschlag von dir genügt mir heute völlig. Willi, das mit dem Bischof, ist dein Ernst? Und den Knabenchor schenke ich deiner Tochter zur Hochzeit. Tag. Bitte 4282. Ich verbinde Sie. Ich bin's. Ich muss dich sprechen. Meinst du, dann wäre ich hier? Ja, hier unten beim Empfang. Bitte. Gut, dann warte ich in der Anlage auf dich. Bis gleich. Danke. Und da dachte ich mir, könnte ja sein, gell? Aber ich will keinen Ärger kriegen. Ärger hätten Sie gekriegt, wenn Sie mich nicht angerufen hätten. Ist das der Wagen? Ja, vorne rechts, der Kotflügel. Der Kunde behauptet, er sei gegen sein Eisengitter gefahren. Und wie heißt der Kunde? Muss ich nachschauen. Ist ja schon ein paar Tage her. Ja, dann schauen Sie mal. Was ist denn?
Ich weiß nicht mehr weiter, Ruth. Ich meine, das ist ja alles schon genug mit mir, mit uns. Und ich möchte dir sagen, dass du nicht bei mir bleiben musst, nur weil wir vor ewigen Zeiten mal geheiratet haben. Natürlich, ich weiß, was du sagen willst, aber lass mich bitte ausreden. Es wird nämlich nicht besser. Nicht heute und nicht morgen und auch nicht übermorgen. Ich habe es einfach nicht geschafft, finde dich damit ab. Der Roman, das ist nur eine Ausrede, ein Vorwand, noch immer mehr Bier in mich reinzuschütten. Mein Talent reicht gerade für den Lokalteil einer zweiklassigen Zeitung. Da ist nichts in mir, das ich zu sagen hätte. Da ist nur ein blöder Ehrgeiz, besser sein zu wollen, als ich bin, damit du, damit ich dir... Du brauchst einen Mann, der was zustande bringt, der Erfolg hat wie du. Der abends nach Hause kommt und bei dir ist. Stattdessen liegt ein Penner auf dem Sofa. Klaus, stimmt doch alles nicht. Jeder hat mal eine Krise. Und dazu hat man sich doch, dass man einander hilft. Und dass du zu mir gekommen bist, statt in die Eberburg zu gehen, um zu trinken. Das ist ein Anfang. Das ist noch nicht alles, Ruth. Letzten Freitag. Ja? Ich hab den Mann hart überfahren. Was hast du? Klaus! Ich war so zu. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Oh mein Gott. Bist du sicher? Ganz sicher. Mann hatte einen Spaten dabei, das steht im Polizeibericht. Daher die Macke in meinem Kotflügel. Und wenn die Polizei erst rauskriegt, dass ich noch auf der B12 nach Frankfurt wollte, Antes war schon bei Maywald, dann... Es ist aus, Ruth. Du verschwendest deine Zeit. Wenn du nicht gehst, geh ich. Wo willst du denn hin? Bist vielleicht gut. Du kippst mir alles vor die Füße und dann kann ich sehen, wo ich bleibe. Nein, du bleibst und hilfst mir. Das ist nicht nur deine Ehe, ist auch meine. Und jetzt gehen wir nach Hause, ne? Das hat doch keinen Sinn, Ruth. Und außerdem, du hast noch nicht Feierabend. Komm, ja. Klaus, ich liebe dich. Ich liebe dich, wenn du gut drauf bist. Und ich liebe dich, wenn du schlecht drauf bist. Und im Moment bist du sehr schlecht drauf. Niemanden was an. Und den Herrn Stutz schon gar nicht. Ja, ja, ja. Und im Grunde sie auch nicht, Herr Kempfert. Wenn Annemarie nicht heiraten will, dann respektiere ich das. Das ist ihre Sache. Ich brauche keine amtliche Bestätigung für unser Zusammensein. Und auch keine kirchliche. Wir lieben uns. Das reicht. Dankeschön. St. Augustin. Ja, einen Moment bitte, Herr Dannecker. Ja? Na, da kann man ja nur gratulieren. Hat's geklappt? Naja, gerade glücklich war der Bischof nicht darüber. Wann? Heute Abend? Also ich... Busche? Den können Sie gleich selber fragen. Ja, hier bei mir. Hallo da, Herr Gauner. Hat er so angebissen, ja? Klar, das muss gefeiert werden. Gern. Gern, wenn ich Fräulein Bieler mitbringen kann. Okay, 9 Uhr. Herzlichen Glückwunsch, Herr Fabrikbesitzer.
Also wenn das seine Tochter erfährt, dann ist der Teufel los. Wir sind eingeladen, 9 Uhr, bei Willi. Bei Willi? Oh ja, Danneke und ich, wir sind seit neuestem per Du. Ich muss aufpassen, sonst adoptiert er mich noch. Zu Dannekes. Heute Abend. Keine Angst. Fräulein Dannecke ist in London. Sie kommen doch auch mit. Ich glaube nicht. Bin mal wieder zu spät und einen Zahnarzt sollte man lieber nicht verärgern. Also, dann feiert mal schön. Danke. Also ich gehe da nicht mit. Wieso? Wir gehören zusammen, Annemarie. Ich hab nichts anzuziehen. Du würdest selbst in einem Sack noch schöner aussehen als jeder andere. Du kommst mir ja gerade wie gerufen, na? Wie geht's Geschäft? Oh, Spitze, heute schon 14 Touren. Ja, aber ich muss über die Brücke. Setz mich nur schnell beim Revier ab. Was wollen Sie bei der Polente? Nun fahr schon, sonst kann ich auch laufen. Frankfurt. Mainz. Aber ich sage nichts, bevor mein Anwalt da ist. Sie brauchen auch nichts zu sagen, weil wir alles schon wissen. Verheiratet? Ja. Guten Abend, Herr Antes. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Augenblick mal bitte. Ja? Was passiert mit einem, der Fahrerflucht begangen hat? Wieso? Rein theoretisch. Nehmen wir mal an, er meldet sich freiwillig. Na ja, kommt ganz drauf an. Auf was? Blechschaden oder fahrlässige Tötung, nüchtern oder besoffen. Übrigens, wir haben ihn. Wen? Der den Mann hat auf dem Gewissen hat. Hat er sich gemeldet? Wer, der? Von wegen. Den haben wir gerade aus seinem Büro geholt. Sie meinen der? Ich dachte, der Bardusch. Ja, ich auch, Herr Pfarrer, ich auch. Sagen Sie Ihrem Herrn Bardusch, dass er aufhören kann, Spuren zu verwischen. Die Delle an seinem Auto hat er sich am Fahrrad von Hans-Peter Maywald geholt. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie mich jetzt hier schon 45 Minuten festhalten. Danke. Und sagen Sie ihm auch, dass er wenig Spaß an seinem neuen Wagen haben wird, wenn ich ihn mit Promille erwische, gell? Ich werde es ausrichten. Ja. Mit einem schönen Gruß von Sherlock Holmes. Also, Herr Stramm, dann wollen wir mal wieder. Wo waren Sie am fraglichen Abend? Sie haben doch Geburtstag gefeiert. Der Eberburg, oder? Nein, Klaus. Ich brauche jetzt einen, ich bin völlig fertig. Bitte. Ich mache alles mit. Ich gehe mit dir zur Polizei, wenn du willst. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Und ich stehe zu dir. Aber wenn du jetzt auch nur einen einzigen Tropfen trinkst, dann hast du recht mit allem, was du vorhin gesagt hast. Dann bist du am Ende. Ich schaff das nicht. Nicht jetzt. Also ich kann hier sitzen und warten, bis die Polizei... Klaus? Herr Kempfert. Guten Abend, Herr Bardusch. Liefern Sie jetzt schon Absolution nach Feierabend frei Haus? Ja. Für besonders gute Freunde tue ich das schon mal. Schauen Sie, darüber kann ich nicht lachen. Klaus, setzen Sie sich doch bitte. Danke. Tja, es ist zwar keine Absolution, aber so eine Art Freispruch ist es doch. Freispruch? Ja. Drüben auf dem Revier sitzt ein Mann und schwitzt wie Sie, weil unser Hauptwachtmeister Antes ihm gerade nachweisen konnte, dass er den anderen Mann hat überfahren hat. Und Herr Antes lässt auch schön grüßen. Das ist kein Witz. Sie können ruhig wieder lachen. Ruth, hast du gehört? Ich war es nicht. Ich war es nicht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht. Oh, oh,
muss gefeiert werden. Rote. Haben wir eigentlich auch Limonade im Haus? Wiedersehen, Herr Barth. Kann ich heute Mittag mal mit Marion zu Ihnen kommen? Natürlich. Oh, Mama, ich mach das schon. Bitte sagen Sie doch, sie soll uns endlich in Ruhe lassen. Ich bin 18. Sie ist 18, Frau Maywald. Wiedersehen. Na, wie fühlt man sich so als Unschuldiger? Ich meine, Sie können ja nichts dafür, aber trotzdem vielen Dank, Herr Kampfert. Es war ganz schön knapp. Vielleicht kann ein anderer was dafür. Sie wissen ja, es gibt keinen Zufall. Doch, weil wir haben nämlich zufällig einen sehr guten Pfarrer. Danke. Möchte ich auch gern wissen. Zu Hause ist sie jedenfalls nicht. Und bei Herrn Haug auch nicht. Das geht Sie doch gar nichts an. Oh, und ob? Erstens zahlen wir ihr Gehalt. Und zweitens eine Gemeindereferentin, die mit zwei Männern. Das geht mich schon was an. Insofern nehme ich, dass das ein öffentliches Ärgernis ist. Was gedenken Sie da eigentlich zu unternehmen, Herr Kempfert? Nichts, Herr Stutz. Nichts. Es geht niemand dran. Wo? Bei der Annemarie. Dann probieren Sie es mal bei Herrn Buschel. Das können Sie machen. Wie sieht denn das aus? Wie soll das aussehen? Als wenn ich hier nachspionieren würde. So. Na ja, dann geben Sie mir mal die Nummer von Buschel. El Vileo. Ich bin nicht da. Ja. Oh, guten Morgen, Herr Kempfert. Nein, nein, natürlich komme ich. Der Wecker hat nicht geläutet. In der Schublade. Oben Mitte, ja. Aber ich bin in 20 Minuten da. Nein, bestimmt nicht. Ja, bis gleich. Oh, wir haben verschlafen. Ich denke, du hast einen Wecker gestellt. Hm. Hab ich doch auch. Ja und? Warum hat er nicht geläutet? Hat er doch. Eine Sekunde lang. Und dann? Dafür kann ich nichts. Das ist eine Reflexbewegung aus dem Unbewussten. Sag mal, müssen wir eigentlich jetzt... jeden Morgen ein ganzes Leben lang in die Frühmesse? Was sag ich, Frühmesse? Mitternachtsmesse? Wir nicht.
Und was ist mit Frühstück? Weißt du, dass du mir noch kein einziges Mal das Frühstück ans Bett gebracht hast? Wir kennen uns jetzt 72 Tage und du hast... 73, wenn schon. Und sowas machen nur Ehefrauen und dann auch nur am Geburtstag. Kommst du mit oder nicht? Kannst du mich denn bei Dannecke absetzen? Herr oder Fräulein Dannecke? Herr Dannecke. Fräulein Dannecke spricht nicht mit mir. Warum? Redet Fräulein Dannecke nicht mehr mit dir? Sie möchte, dass ich nach ihrer Pfeife tanze. Lass doch klingeln. Und wenn es ein Kunde von dir ist? Oder willst du gar nicht mehr arbeiten? Das ist sowieso eine Unverschämtheit, es mehr als fünfmal klingeln zu lassen. Zu jemandem rede ich schon gar nicht. Ach, ich muss los. Nimm mir ein Taxi. Halt, keinen Schritt weiter. Auch wenn wir nicht verheiratet sind, so sind wir doch Mann und Frau, oder? Das will ich doch schwer hoffen. Auf Wiedersehen! Hallo? Gut, dann sagen Sie auch nichts. Na schön, dann sage ich eben nichts mehr. Obwohl ich recht habe, jawohl. Diese Frau hat ihrem Mann das Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt, wo er überfahren worden ist, auf einmal lässt die 20 Messen lesen. Und Sie machen da mit, Herr Pfarrer. Also ich sehe das so. Frau Mannhardt versucht nachträglich gut zu machen, was sie zu Lebzeiten ihrem Mann angetan hat. Traurig, ja. Aber auch wenn es für Herrn Mannhardt zu spät ist, für Frau Mannhardt ist es nicht zu spät. Frau Bartosch? Entschuldigen Sie, Herr Kempfert, guten Morgen. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? Ja, gern. Gehen wir rüber ins Pfarrhaus? Ich muss aber um 9 im Büro sein. Frau Bebel? Bitte rufen Sie doch bei Fräulein Bieler an und fragen Sie, ob sie heute kommt. Sonst müssen Sie das Telefon hüten, ja? Also, ich sag ja nichts mehr. Eben. Ja? Also, es handelt sich nicht um mich, es handelt sich um meinen Mann. Ich bin am Ende mit meiner Weisheit. Vielleicht könnten Sie mal mit ihm sprechen, unauffällig. Sie sehen ihn doch im Kirchenvorstand. Und um was geht es? Tja, wenn ich das nur wüsste. Naja, so getrunken hat er ja immer. Berufskrankheit. Alle Dichter trinken, vor allen Dingen, wenn sie ihr Geld mit Zeitungsschreiben verdienen müssen und den eigenen Roman nicht fertig kriegen. Aber in letzter Zeit wird das immer schlimmer. Er trinkt schon morgens und geht keinen Abend mehr ohne Rausch ins Bett. Naja, also ich bin beruflich ziemlich eingespannt und auch recht erfolgreich. Manche Ehemänner mögen das nicht, wenn die Frau mehr Geld verdient. Ich habe gedacht, vielleicht ist das der Grund. Ich will sie nicht mit unseren Eheproblemen belästigen. Aber vielleicht könnten Sie ihm irgendwie helfen. Sonst... Ihr Mann... Nun, er ist recht empfindlich und lässt sich nur ungern etwas sagen. Von Ihnen vielleicht schon. Er hält doch so große Stücke auf Sie. Vor allen Dingen, wie Sie darum kämpfen, dass die Dannecker-Werke am Ort bleiben. Das imponiert ihm sehr. Also gut. Ich werde mit ihm reden. Danke, Herr Kempfert. Bitte sagen Sie mir aber nicht, dass ich bei Ihnen war. Ich verstehe. Wiedersehen. Danke. Ja, wie, haben Sie heute keine Brötchen mitgebracht? Warum soll immer ich und Freund Biele die Brötchen holen? Ach, Freund Biele. Ja, wo ist denn die überhaupt?
Ja, der Herr Pfarrer will wissen, ob Sie heute... Oh, ein neues Auto. Damit Sie standesgemäß vorfahren können. Und wenn ich den Hauk nicht erreiche? Soll die Annemarie spielen. Sie kann Orgel spielen. Also. Wann kommen Sie zurück? Weiß ich nicht. Aber Frau Maywald, warten Sie nur ab, bis die Glocken läuten und das Brautpaar zum Altar tritt. Dann möchte ich den Vater sehen, der da nicht weich wird. Sie kennen Kurt nicht. Wenn er erfährt, dass seine Marion, wo er sie doch selber aufgeklärt hat und das schon mit 13. Soll der Herr Pfarrer mal mit ihm sprechen, hm? Um Himmels Willen bloß das nicht. Er gibt ihm doch sowieso die Schuld an dem ganzen Unglück. Unglück? Glück, Frau Maywald. Die zwei sind doch glücklich, oder? Ja, das schon, aber Marion ist im dritten Monat und ich weiß nicht, wie ich das Kurt beibringen soll. Das ist aber gut. Holunderlikör habe ich selber gemacht. Und warum muss ich heute Taxi spielen? Weil Fräulein Bieler immer noch nicht da ist. Und weil ich im Ordinariat sein muss, bevor der Bischof nach Fulda fährt, darum. Und weil ich sowieso mit Ihnen unter vier Augen sprechen wollte. Aha. Meine Frau war also doch bei Ihnen. Was für ein herrlicher Tag. Die güldene Sonne scheint und der Himmel ist so blau. Sie war also bei Ihnen. Und? Hat sie sich ausgeweint? Dass ich zu viel trinke und so weiter. Dass ich nie zu Hause bin und so weiter. Und dass ich überhaupt eine Null bin. Warum trinken Sie zu viel? Weil mich alles ankotzt, deshalb trinke ich. Ob ich allerdings zu viel trinke, das weiß ich nicht. Sie sind Priester, Sie sind aus dem Schneider. Ihre Fragen beantwortet alle der liebe Gott. Auf meine muss ich selber eine Antwort finden. Und meistens finde ich keine. Zufrieden? Nein. Herr Bardusch, nichts liegt mir ferner, als mich in Ihre Angelegenheiten zu mischen. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Cäsar, sitz! So ist brav. Ja, Leo? Ja. Sitz! Na, habt ihr nicht gehört, was euer Herrchen gesagt hat? Das Herrchen will ich überhört haben. Pinscher haben Herrchen. Deutscher Schäferhund hat einen Herrn. Guten Morgen, Herr Dannecker. Kannst Willem zu mir sagen, wenn du willst. Bitte? Na ja, schließlich bist du ja fast mein Schwiegersohn geworden. Ne? Außerdem zanke ich mich lieber mit jemandem, den ich duze. So? Passt Ihnen was nicht? Und doch, wenn du Rindvieh meine Tochter geheiratet hättest, müsste ich jetzt nicht meine eigene Fabrik kaufen. Entschuldige. Warum musst du deine eigene Fabrik kaufen? Darum. Hast du abgenommen? Na, also wenn, dann höchstens 300 Gramm. Aber gegen deine durchgeistigte Figur habe ich sowieso keine Chance. Wie ich sehe, liest du mal wieder Salomo. Woher weißt du das? Dein Finger steckt entweder beim Prediger Salomo oder beim Hohenlied. Prediger. Ich brauche das jeden Morgen, damit ich nicht überschnappe. Man kann tun, was man will. Es hat alles keinen Sinn. Man müht sich und plagt sich ein Leben lang. Und was hat man davon? Die Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt, wie sie ist. Die Sonne geht auf, sie geht unter und wieder von vorn, immer dasselbe. Alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nicht voll. Also? Sagt dir der Name Helmholtz etwas? Direktor Helmholtz? Ja, allerdings. Seit Monaten belästigt mich dieser Herr, um mich für seine neureichen Hochzeit einzuspannen. Sogar den Ministerpräsidenten hat er bemüht, aber... ohne mich. Tut mir leid, Johannes, aber du wirst Fräulein Helmholtz doch trauen müssen. Aha, müssen.
Ja, müssen. Also, Adam, bei aller Freundschaft. Gut, dass du es mal wieder erwähnst. Also bitte jetzt hör auf. Das ist schon dabei. In einer Stunde hast du es hinter dir. Anschließend gibt es Kaviar und Wachteleier. Adam, warum? Jetzt mach dir keine Gedanken, Johannes. Ich brauch dich nur als Köder. Ah, natürlich, ja. Nur als Köder. Und was willst du angeln? Haie? Helmholtz. Das ist so ganz einfach. Jetzt hör doch mal zu. Helmholtz und seine Bank halten 34% der Anteile an der Dannecker AG. Außerdem vertritt Helmholtz die Mehrzahl der Kleinaktionäre im Aufsichtsrat. Und Dannecker will Helmholtz seine alte Firma abluchsen und braucht dazu die Stimme von der Bank, weil er mit seiner Tochter Krach hat. Und um Helmholtz die Entscheidung etwas zu versüßen, kriegt er eine echte Exzellenz mit roten Knöpfen und spitzem Hut als Köder. Die Sahne auf dem Kuchen sozusagen. Auf die Eitelkeit der Menschen ist immer Verlass. Und ihr glaubt, dass das funktioniert? Hm. Vornehm geht die Welt zur Runde. Und wenn ich mich weigere, Schlagsahne zu spielen, dann bin ich sozusagen schuld am Niedergang deiner Dorfgemeinde. Nicht? Das meinst du doch. So hart wollte ich das eigentlich nicht formulieren, aber naja, du hast recht. Du bist schuld. Adam, die Kirche sollte an derartigen Machenschaften nicht beteiligt sein. Das gibt nur Ärger, weißt du, den ich später ausbaden muss. Ich, Adam. Nicht du. Dann bist du also einverstanden. Aber das sage ich dir. Das ist das letzte Mal, dass ich mich vor... Komme ich aus Zürich zurück, die Tasche voller konkreter Vorschläge. Rede mir den Mund fusselig. Ich flehe die Leute an, mir in Eberfeld wenigstens noch 2-3 Jahre zu geben. Aber nein, ich werde überstimmt. Mit meinen 26% komme ich doch gegen die 26% von Jutta und die 34% von der Helmholtz-Bank nicht an. Haben Sie was anderes erwartet? Du. Wie? Ach so. Hast du was anderes erwartet? Von meinem lieben Töchterchen nicht, aber von unserem Aufsichtsrat schon. So eine Chance lässt man sich doch nicht entgehen. Wir wären der Konkurrenz um Meilen voraus. Was wollen die Herren denn noch? In 2-3 Jahren könnte Eberfeld wieder flott sein. Verstehen Sie das? Du. Ich? Verstehst du das? Nein, eben nicht. Sie, Ihre Tochter hat den Aufsichtsrat doch in ihrer Handtasche. Die Banken wollen endlich Geld sehen. Das Werk in Spanien bringt Geld und Eberfeld kostet nur. So einfach ist das. Es ist zum wahnsinnig werden. Unsere Ingenieure gibbern nach dem neuen Material. Groninger sondiert bereits bei unseren Kunden. Natürlich streng vertraulich. Es ist wieder Leben in der Bude, Busche. Genau wie damals, als mein Vater sein erstes Patent kriegte. Jede müde Mark hat er in die Entwicklung gesteckt. Sogar beim Krämer in Eberfeld standen wir monatelang in der Kreide. In so einer Situation gibt es nur alles oder nichts. Ich rücke heute noch Helmholtz auf die Bude. Ich setze ihm das Messer auf die Brust. Ich werde meine eigene Fabrik zurückverlangen. Du meinst zurückkaufen? Ja, was bleibt mir denn anders übrig, wenn ich wieder Herr im eigenen Hause sein will? Ist nicht schlecht. Die Idee könnte von mir sein. Aber was ist, wenn der Herr Aufsichtsratsvorsitzende sich weigert? Helmholtz hat wenig Fantasie. Dann verkaufe ich meine Konzernanteile an seine Konkurrenz. Und was dann passiert? Dazu braucht er keine Fantasie. Wenn er trotzdem Nein sagt? Dann habe ich noch ein Eisen im Feuer. Kempfert ist gerade bei Bischof Neubauer. Ich hoffe es wenigstens. Was soll er da? Mischt jetzt auch schon der Bischof mit? Noch nicht, aber hoffentlich bald. Mir ist alles recht, auch wenn ich zum Papst müsste. Ich glaube, selbst der könnte für das Werk Eberfeld kaum noch was ausrichten. Und der Bischof schon gar nicht. Sagen Sie das nicht. Herr Dannecker glaubt es jedenfalls. Dannecker? Wie passt das zusammen? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen kann, sonst steht's morgen in Ihrer Zeitung. Ach, kein Wort. Bischof bremst bankrott. So eine Schlagzeile lassen Sie sich doch nicht entgehen, Barnisch. Sie überschätzen mich. Ich mache schon lange keine Schlagzeilen mehr. Aber bald bin ich vielleicht selbst eine. Es dauert nicht länger als eine halbe Stunde.
Tja, dann ist ja alles klar, ne? Und wozu muss ich dann hier anhecheln und Sitz machen? Du guckst dir das mal hier an und sagst mir, wie viel Werk Eberfeld wert ist. Oder besser gesagt, wie viel Prozent meiner Konzernanteile ich im Tausch dafür hergeben müsste. Aha. Und bis wann brauchst du das? Bis morgen? Nein. In circa 2 Stunden. So, dafür, dass ich nicht mehr für Sie arbeite, arbeite ich ganz schön viel für dich. Sie kommen wieder sehr überraschend, Herr Kempfert. Es wäre schön gewesen, wenn Sie sich ein paar Tage vorher angemeldet hätten. Herr Kempfert, Herr Bischof.